Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.juelmedia.de. Heute haben wir etwas wirklich Spannendes vor. Wir werden heute die letzten Verse von Johannes 8 lesen und ihr werdet merken, wie das, was wir die letzten Wochen und Monate im Grunde genommen studiert haben, alles kulminiert in diesen letzten Versen, die es wirklich in sich haben. Und ich glaube, wir können eine ganze Menge lernen heute und beeindruckt werden von Jesus. Und bevor wir das tun, wollen wir natürlich Gott bitten, dass er unser Studium segnet. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir brauchen dich so sehr. Ohne dich sind wir nichts. Wir können nicht mal dein Wort verstehen, geschweige denn es umsetzen in unserem Leben. Aber mit dir können wir es verstehen und mit dir können wir auch danach leben. Und mit dir können wir es anderen sogar weitergeben. Und Herr, darum bitten wir dich, dass du jetzt mit uns bist. Und Herr, wir wissen, dass du das gerne möchtest. Du bist immer mit uns. Aber wir sehen das manchmal nicht und wir verlieren das aus den Augen. Und so möchten wir dich bitten, dass wir heute eine ganz besonders klare und schöne Offenbarung deines Charakters, deiner Herrlichkeit sehen können im Wort Gottes. Darum bitten wir und danken dir, dass du gesagt und versprochen hast, dass selbst wenn wir unseren Kindern gute Gaben zu vergeben wissen, die wir doch böse sind, wie viel mehr wirst du von Herzen gerne uns den Heiligen Geist geben. Herr, den brauchen wir jetzt so dringend und danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Schaut mit mir in Johannes Kapitel 8 und dort sind wir gekommen bis Vers 55. Ich werde nicht alles wiederholen, was wir über Johannes 8 gesagt haben, weil das ist einfach mehr als abendfüllend. Ihr könnt ja, wenn ihr noch nicht das getan habt, die Folgen euch anschauen. Aber wir sind in diesem Gespräch. Jesus spricht mit den Pharisäern. Es geht immer um verschiedene Themen, wie wir gesehen haben. Und vor allem natürlich um Jesus, um die Frage, dass Jesus frei macht und dass sein Wort frei macht. Und Jesus macht ihnen deutlich, dass sie, obwohl sie denken, dass sie Abraham zum Vater haben, in Wirklichkeit eigentlich wen zum Vater haben? Den Satan. Und wir haben gesehen, dass Jesus sich nicht selbst ehren möchte, sondern dass er den Vater ehrt. Er verteidigt sich nicht selbst, sondern weist auf den Vater hin. Aber hat auch deutlich gesagt in Vers 52, da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast, Abraham ist gestorben und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Ja, das hat er in Vers 51 gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und wir haben aufgehört in Vers 55, wo Jesus sagt, und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ja, von dem ihr sagt, er sei euer Vater, also Gott, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Und jetzt kommt's, und damit machen wir jetzt weiter. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Jetzt schaut doch mal in Vers 51. In Vers 51 sagt Jesus, wer mein Wort, und wie geht es weiter in Vers 51? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort, genau, also wer Jesu Wort bewahrt, was wird er haben? Was bekommt er? Genau, Leben. Der wird in den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und jetzt in Vers 55 sagt Jesus was? Er sagt, ich kenne ihn, nämlich wen? Ich kenne Gott, den Vater, und er sagt, ich halte Gottes Wort. Und diese beiden Worte hier, bewahrt und halte, sieht im Deutschen unterschiedlich aus, ist im Griechischen dasselbe Wort. Also Jesus sagt, ich bewahre Gottes Wort und so sollt auch ihr Gottes Wort bewahren. Ich halte die Gebote meines Vaters, so sollt auch ihr meine Gebote halten. Das ist dieses Prinzip, dass wir sehen, Jesus kommt auf die Erde und zeigt, wie man Gottes Wort bewahrt
und hält. Wir müssen also nichts anderes tun, als das, was Jesus getan hat. Ja? Wer überwindet, so wie ich überwunden habe. Übrigens, die Endzeitgemeinde ist aufgerufen, da heißt es in Offenbarung 14, Vers 12, hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Ja? Wer Jesu Wort bewahrt. Und Jesus war nicht jemand, der einfach nur Gottes Wort mal gelesen hat und dann wieder sich davon distanziert hat, der nicht ab und zu begeistert gewesen ist, sondern Jesus war wie oft mit Gottes Wort verbunden? Beständig, konstant. Das heißt, das Geheimrezept im Leben von Jesus war, dass er nicht nur zu Gott kam und wieder ging, sondern er hat Gottes Wort bewahrt, er hat es festgehalten, auch in Schwierigkeiten, auch wenn er entmutigt war, auch wenn er enttäuscht gewesen ist, auch wenn Leute ihn verleugnet haben, wenn sie von ihm weggegangen sind. Er hat daran festgehalten, an den Verheißungen. Selbst als der Satan ihn in der Wüste verführt hat, oder verführen wollte, ihn versucht hat, das hat er nicht geschafft, ihn zu verführen, aber er hat ihn versucht, als er fast tot war, ja, hat er festgehalten am Wort. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Und Jesus sagt, man könnte, also wenn man die beiden Verse zusammennimmt, wer mein Wort so hält, so wie ich Gottes Wort halte, ja, der wird den Tod nicht sehen. Also, Jesus verlangt von uns nie etwas, was er nicht selbst auch tun würde. Das ist ganz wichtig, ja, weil wir in unserem Leben Menschen kennengelernt haben, die von uns Dinge verlangen, die sie selbst vielleicht gar nicht tun würden, ja, die sozusagen einen höheren Maßstab an uns gerichtet haben als an sich selbst. Und ihr alle wisst, wie sich das anfühlt, wenn man weiß vielleicht, ja, da wird man aufgefordert, was zu tun und der andere ist selbst nicht bereit, das zu tun. Ja, man fühlt sich so unterdrückt oder so. Und der Satan hat immer versucht, auch Gott in so ein Licht zu bringen, ja, dass Gott Dinge von uns verlangt, die er selbst nicht bereit wäre zu tun. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, Gott sagt, liebt mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, weil er uns liebt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, nicht wahr? Und er bittet uns über den Glauben, mit anderen zu reden, Mission zu machen, weil er selbst der beste Missionar gewesen ist, ja? Alles, was Gott von uns fordert, hat Jesus selbst vorgemacht. Und das zeigt, wie eng wir mit ihm eigentlich verbunden sind, hier an dieser Stelle. Jetzt lesen wir weiter. Vers 56. Wer mag mal lesen? Johannes 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Das ist ein toller Vers. Ist euch was aufgefallen beim Lesen? Er sagt jetzt, Abraham ist euer Vater. Ja, er sagt, also wenn man den Vers normalerweise liest, so einfach aus dem Kontext gerissen, weil man einfach nur diese Verse hier 56, 57, 58 lesen möchte, fällt einem das gar nicht auf. Ja, Abraham, euer Vater, klar. Aber wenn man das ganze Kapitel kennt, den Kontext, dann weiß man ja eigentlich, was hatten die Juden behauptet? Abraham ist unser Vater. Und was war ihr Argument damit? Wir sind nie Sklaven gewesen, ja, wir sind die Erlösten, wir sind die Gerechten, weil Abraham ist unser Vater. Und Jesus hat ihn deutlich gemacht, so geht das nicht, ja? Es ist nicht eure Abstammung von Gott, eure Abstammung von dem Vater, eure Abstammung von Abraham, die euch gerecht macht. In Wirklichkeit habt ihr einen anderen Vater, nicht Abraham, sondern ja, das wäre noch schön, also das wäre das Beste gewesen, ja? Wenn das sollte ja so sein. Aber er sagt, ihr habt einen anderen zum Vater, nämlich den Teufel. Denn wenn er sagt, wenn Abraham euer Vater wäre, würdet ihr seine Werke tun. Warum sagt Jesus dann an dieser Stelle hier? Abraham, euer Vater. Ist das nicht faszinierend? Ja? Ich denke, dass Abraham, er sagt ja auch Abraham, euer Vater, das haben sie ja gesagt, aber er frohlockte. Ja, Moment, da kommen wir noch. Aber er hat ja vorher gesagt, wenn, schaut doch mal, nur, dass ihr das nochmal seht. In Vers 39, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, also wenn er euer Vater wäre, so würdet ihr was tun. Abrahams Werke, also Jesus sagt theologisch, biblisch, seid ihr gar nicht Abrahams Kinder. Abraham ist nicht euer Vater. Warum sagt er dann trotzdem hier, Abraham, euer Vater? Ja, er baut eine Brücke zu ihrem Denken. Ja, also Jesus hat ihnen zwar die Wahrheit gesagt, aber Jesus hat zu einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe dieses Gesprächs einmal diesen Punkt gemacht, euer Vater ist eigentlich der Satan. Aber stellt euch vor, wenn er jetzt an jedem einzelnen Satz, bei jeder Gelegenheit sagen würde, Satan euer Vater der Teufel, ihr habt den Vater zum, was würde das machen mit denen?
wenn sie immer sozusagen die ungeschminkte, krasse Wahrheit hören würden, immer nur eins nach dem anderen? Ja? Das würde sie irgendwie, also es würde so einen Widerstand in ihnen erzeugen, dass sie nicht mehr weiter auf ihn hören wollen. Absolut. Ich meine, diese Pharisäer sind ja, und das werden wir gleich sehen, die sind ja schon quasi fast an der Klippe sozusagen, die sind ja schon so weit weg von ihm. Und jetzt versucht er nochmal eine Brücke zu schlagen. Ja? Wenn ihr schon Abraham euren Vater, also ihr ganzes Argument ist ja, wir brauchen dich nicht, wir haben ja Abraham zum Vater. Jetzt sagt er, okay, also nehmen wir mal an, Abraham ist euer Vater. Ja? Also Abraham, euer Vater. Ja? Er baut eine Brücke, um dann deutlich zu machen, dass Abraham, warum macht er das? Weil Abraham hat wen gesehen? Ihn. Okay, also wenn ihr Abraham zum Vater habt, okay, also nehmen wir das mal an, ihr habt Abraham zum Vater, ja, dann was hat denn Abraham gesehen? Was ist denn, Abraham hat auf mich hingewiesen, ja, also da sehen wir, was für einen freundlichen Charakter hatte Jesus hatte. Er hat nicht einfach nur darauf bestanden, ihr liegt falsch mit eurer Behauptung, er hat dann ab und zu, kennt ihr das noch, was hat er zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, als sie gesagt hat, ich habe keinen Mann, hast du recht gesprochen, ja. Und zwar nicht ironisch, sondern ja, du, ich weiß. Und dann sagt er, dass sie hat einiges ausgelassen. Ja, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ja, aber er hat etwas gesucht, wo er übereinstimmen konnte. Und eines der wichtigsten Prinzipien, um Menschen zu gewinnen, ist es, eine Brücke zu bauen. Zu schauen, wo kann ich übereinstimmen. Den größten Fehler, den wir machen können, ist, und der leider viel zu oft geschieht, auch in der Gemeinde, da kommt jemand, der hat so 15% Wahrheit und 85% Irrtum. Und er redet ein bisschen und nach 3 Sätzen hört man was von den 85% Irrtum. Und dann fangen wir meistens an und sagen, aber das stimmt nicht. Und hier ist die Bibelstelle, ja, und das musst du ändern. Ja. Und dann kommt er nie wieder. Ja, wir müssen lernen, die 15% zu betonen. Eine Brücke zu bauen und von den 15% dann Stück für Stück den Irrtum nach und nach ausrotten. Ja. So wie Jesus das auch in unserem Leben gemacht hat. Ja. Ganz toll. Abraham, euer Vater. So viel Feingefühl in diesen Worten. Wenn man das im Kontext liest, Abraham, euer Vater. Und dann sagt er, frohlockte, und dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Frage, wann hat Abraham den Tag von Jesus gesehen? Was heißt denn das? Er sagt ja, Abraham, euer Vater, hat sich gefreut, meinen Tag zu sehen, und er sah ihn. Wann hat Abraham gesehen, den Tag von Jesus gesehen? Das ist eine interessante Frage, oder? Hat er das nicht, bevor er gestorben ist auf dem Berg? Ah, du meinst Mose wahrscheinlich. Ach, Mose, genau. Mose ist auch ein wichtiger Prophet. Aber hier geht es um Abraham. Abraham. Jesus sagt, Abraham hat meinen Tag gesehen. Und jetzt meine Frage an euch, wann hat Abraham den Tag von Jesus gesehen? Ja, schaut mal in 1. Mose 22. Das ist so eine tolle Geschichte. Also eine sehr bewegende Geschichte, oder? Wir haben ja gerade jetzt am Sabbat ein bisschen was darüber gehört vom Daniel Herbutzki. 1. Mose 22. Und wir gehen da, die Zeit erlaubt uns, sich alle Details anzuschauen, aber wir gehen da ein bisschen hinein, um zu sehen, warum Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag. 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was hat Gott eigentlich von Anfang an vorgehabt? Was war Gottes Plan? Ihr kennt die Geschichte, oder? Wir müssen jetzt nicht die Geschichte lesen, um zu verstehen, um zu erfahren, was passiert ist. Das kennen wir. Wir wollen jetzt gleich ein bisschen weiterlesen, um es aus Gottes Perspektive zu verstehen. Was hat Gott damit bezweckt? Er wollte ihn prüfen, das stimmt. Aber warum prüft er ihn so? Ja? Ich glaube aber auch, dass keiner jemals wie Abraham das, also Jesu Opfer, so verstehen konnte. Und auch wir können durch die Geschichte, die uns jetzt hier überliefert worden ist, Jesu Opfer und auch diese innige Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn sehr viel besser verstehen, obwohl es so eine krasse Geschichte ist. Und ich glaube, also wenn, ja, Gott hat es jetzt nicht einfach nur so zugelassen, um zu sagen, oh, ich stelle jetzt mal den Abraham auf die Probe, sondern er wollte ihm genau das beibringen, was Jesus für uns getan hat. Ja, ganz genau. Also versetzt euch mal in Gottes Lage. Was hatte Gott versprochen?
Was hat, das hat, aber was hat Gott allgemein von Anfang an der seit dem Sündenfall versprochen? Er hatte versprochen, seinen Sohn zu geben, oder? Und wie viele Menschen haben das verstanden? Nicht viele. Wie hat Gott sich gefühlt, als er den Entschluss gefasst hat, seinen Sohn zu geben? Haben wir darüber nachgedacht? Wie Gott, der Vater, sich gefühlt hat, als er sich entschlossen hat, seinen Sohn zu geben? Ellen White sagt an einer Stelle, wisst ihr es vielleicht, es war sogar für den Vater ein Kampf. Er hat überlegt. Obwohl der Plan schon in der Schublade war, also der Plan war theoretisch fertig. Aber als sozusagen die Notwendigkeit kam, diese, oder sozusagen der Notfall eingetreten ist und dieser Plan aus der Schublade geholt wurde und Jesus ihn präsentiert hat, ist Jesus wie oft zum Vater, wisst ihr das, wie oft er zum Vater gegangen ist? 3-mal. Warum? Weil der Vater gekämpft hat. Er hat gekämpft. Gott möchte sich mitteilen. Und wem teilt man sich mit, wenn man ein großes Leid hat? Dem besten Freund. Und wer wird in der Bibel der Freund Gottes genannt? Abraham. Ja, er hat ihn geprüft, steht ja da im Text. Ja, er wollte, wir werden gleich sehen, warum er ihn geprüft hat. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was macht man mit einem Brandopfer? Man verbrennt es. Das heißt, was sollte Abraham also offensichtlich tun? Verbrennen. Und was würde dann noch übrig bleiben? Asche, nicht wahr? Jetzt kommt Vers 3, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Und da heißt es, am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. So, und jetzt heißt es, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Also versetzen wir uns in die Lage von Abraham, nicht wahr? Er bekommt wahrscheinlich in einem Nachtgesicht oder in einem Traum oder so, der hört die Stimme Gottes, nicht wahr? Der sagt, opfere deinen Sohn zum Brandopfer. Werdet ihr gleich losgelaufen am nächsten Morgen? Das heißt, er stand am Morgen früh auf. Warum hat er sich nicht erst 3 Tage Bedenkzeit genommen, ob das wirklich Gottes Stimme ist? Er kannte Gottes Stimme, oder? Er kannte Gottes Stimme so gut, dass selbst als etwas, was scheinbar allem zu widersprechen schien, was Gott sonst ihm gesagt hat, er wusste, es ist Gottes Stimme. Das heißt, er kannte Gottes Stimme wirklich aus Erfahrung, nicht nur aus theologischer Überlegung, aus Rekonstruktion. Ja? Weil wenn er Gottes Stimme nur aus theologischer Rekonstruktion gekannt hätte, hätte er nicht gewusst, dass es Gottes Stimme ist, oder? Er kannte Gottes Stimme wirklich aus Erfahrung. Und er wusste nicht genau, warum das jetzt passieren soll, aber Gott wusste genau, was passieren soll. Weil was wollte Gott dem Abraham sagen? Also, wenn wir es so mit 1-2 Sätzen zusammenfassen, was wollte Gott dem Abraham sagen? Er wollte ihm sagen, so fühle ich mich. Und das hätte er ihm nie vermitteln können, wenn er von Anfang an gesagt hätte, das ist nur eine Illustration. Ja? Mach dir keine Gedanken. Weil wenn ich irgendwo hingehe und weiß, ich soll nur illustrativ meinen Sohn geben, dann habe ich nie die Gefühle, als wenn ich dorthin gehe und ich denke, ich muss ihn wirklich geben, oder? Also wenn man nur ein Schauspiel durchführt, von vornherein weiß, das wird ja nicht passieren, ja? Hat man nie die emotionalen Gefühle, die man hat, wenn man denkt, ich muss es wirklich tun. Was denkt ihr, was hat der Abraham wohl gefühlt,
als er gesagt hat, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen, was ist das nächste Wort? Dann wollen wir wieder zurückkehren. Er hat es ja nicht in der Hand gehabt, oder? Jetzt, ich weiß, da kommen wir an einen Punkt, wo es uns das Gehirn sprengt, weil wir es nicht genau verstehen können, weil Gott natürlich alles im Vorhinein weiß und trotzdem gab es ja die reale Möglichkeit, dass Jesus irgendwann in seinem Leben irgendwie eine kleine Sünde begeht und dann stirbt und nicht wieder aufersteht, oder? Es bestand ja für Gott die reale Möglichkeit, dass wenn er seinen Sohn gibt, er ihn nicht wieder zurückbekommt. Die reale Möglichkeit bestand. Abraham sagt, wir werden zurückkehren. Und er wusste ja gar nicht, wie. Aber woher wusste er, dass sie zurückkehren werden? Weil die Verheißung, Gott hat ihm Verheißung gegeben, dass aus Isaak ein großes Volk entstehen wird, das der Bund geschlossen hat. Gott hatte ihm gesagt, aus Isaak werden alle Nationen gesegnet werden, oder? Das heißt, was muss er, also Paulus sagt das im Hebräerbrief, was hat er dann geglaubt? Er hat geglaubt, wenn Isaak stirbt, dann muss Gott was machen? Also was den Toten auferwecken, ja? Das ist natürlich auch schon ein Hinweis auf das, was Gott tun würde, ja? Und dann gehen die beiden miteinander, Vater und Sohn. Das ist immer wiederholt, nicht wahr? Da sprach der Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und dann sagte er, hier bin ich, mein Sohn. Ja, und dann in Vers 8, und Abraham antwortete, mein Sohn. Ja, immer so hin und her, mein Vater, mein Sohn. Ja. Und dann steht in Vers 8, schaut mal, was dort steht, und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und habt ihr eine Übersetzungsvariante in eurer Bibel, was dort eigentlich steht? Gott wird sich ein Lamm zum Brandopfer ersehen. Er wird sich ein Lamm ersehen. So. Und dann heißt es in Vers 9, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Übrigens, wisst ihr, wie oft in der Bibel Gott zweimal ruft? Hast du mal gesagt? Wisst ihr, dass es mehrere Stellen da gibt, wo es heißt, Abraham, Abraham, Simon, Simon, Saul, Saul, Jerusalem, Jerusalem, Martha, Martha, Mose, Mose, Jakob, Jakob, Ariel, Ariel. Wie oft kommt das vor? 10-mal. 5-mal im Alten Testament, 5-mal im Neuen Testament. Hier ist das erste Mal. Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und jetzt kommt eine interessante Stelle, die wirklich, wirklich wichtig ist. Vers 12, er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich. Was weiß der? Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Das ist eine interessante Stelle, denn wir predigen allen Menschen, fürchtet Gott, oder? Aber was heißt das hier? Jetzt weiß ich. Also hat Abraham Gott vorher auch schon geliebt? Hat er schon an ihn geglaubt? Hat er zu ihm gebetet? Hat er mit ihm Erfahrung gemacht? Warum sagt Gott, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest? Was ist denn jetzt anders als vorher? Er vertraut ihm ja wirklich bis jetzt. Er vertraut, aber hat Abraham ihm vorher schon vertraut? Natürlich, ich meine, wer von uns hat schon mal seine Heimat verlassen und ist einfach irgendwo hingegangen, wo er nicht wusste? Das ist schon viel Gottvertrauen, oder? Hat er ihm vorher schon geglaubt? Ja. 1. Mose 15, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Was ist jetzt anders? Er hat sich so sehr einen Nachfolger gewünscht, ein Kind. Und das hat er im hohen Alter bekommen. Und jetzt hat er das, was er, das Wertvollste, was er hatte, auch bereit war abzugeben. Er hat Glaubenserfahrung vorher schon gemacht. Er hat Gott vorher schon geliebt. Aber wir alle kennen die Geschichte von Abraham. Das ist unsere Geschichte. Wir machen große Erfahrungen mit Gott. Und dann kommen wir in eine Situation, wo wir Angst haben und wir verlassen uns auf unsere eigene Kraft. Gott gibt uns große Verheißungen, wir glauben ihm, wir werden groß gesegnet und dann kommt jemand und sagt, lass uns das lieber aus menschlicher Kraft machen und wir folgen. Ja? Hin und her, hin und her. Und Elmer macht ja ganz deutlich, dass er diese Erfahrung hier gemacht hat, weil er vorher immer wieder im Glauben auch schwach geworden ist.
Was hat er hier gezeigt? Er hat hier gezeigt, dass es nichts gibt, was ihm wichtiger ist als Gott. Dass Gott für ihn an der ersten Stelle ist. Gott ist für ihn die Priorität. Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Was sagt Gott? Gott sagt, ich will euch segnen. Ich will euch einpflanzen mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Was wünscht sich Gott? Dass wir ihn lieben? Mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Aber da sind auch andere Dinge in unserem Herzen. Ja? Die Liebe zu unserer Frau, zu unserem Ehepartner, also zu unseren Kindern, zu unserem Beruf, zu unserem Hobby. Und diese Dinge sind nicht schlecht. Aber die Frage ist, wisst, Jesus sagt, niemand kann mir nachkommen, wer nicht, also wer Vater und Mutter mehr liebt als mich. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist, ist Gott unsere Priorität? Und warum ist das so eine entscheidende Frage? Weil Gott ebenso denkt. Denn ich bin die Priorität für Gott, oder? Schaut mit mir ganz kurz hier, Jeremia 32. Jeremia 32 und dort Vers 40 und 41, da seht ihr den Zusammenhang von der Furcht Gottes zu dem, was Gott für uns tut. Jeremia 32, Vers 40 und 41, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun, und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie was? Damit sie nicht mehr von ihm abweichen. Vorher ist Abraham immer wieder abgewichen, er hat Gott geglaubt, aber dann kam Sarah. Er hat Gott geglaubt, aber dann kam der Abimelech. Ja, es gab immer Situationen, wo er dann mal wieder eingeknickt ist oder so. Damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun, und ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele. Abraham versteht plötzlich, dass all das, was er erlebt, oder schauen wir mal in Vers 13, gehen wir weiter, 1. Mose 22. 1. Mose 22, Vers 13, da erhob Abraham seine Augen. Wieder, nicht wahr? Also er kommt also nach 3 Tagen an, es heißt, er hob seine Augen, ja, und er sah. Und jetzt kommt er, dann hat er gesagt, Gott wird sich ein Brandopfer ersehen. Ja? Abraham sieht, Gott sieht. Versehen? Jetzt in Vers 13. Da hob Abraham seine Augen und schaute und siehe. Also das ist so ein bisschen dreifach gemoppelt, oder? Er hob seine Augen, er schaute und siehe. Da ist es betont mit dem Augen, oder? Mit dem Sehen. Da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar. Jetzt kommt ein entscheidendes Wort. Was ist das nächste Wort? Anstelle. Er dachte, er muss selbst etwas bringen. Er dachte, er muss das Beste geben, was er hat. Anstelle kommt ein Opfer. Und das Opfer ist natürlich ein Symbol für wen? Für Jesus. Aber dann versteht Abraham etwas Entscheidendes, nämlich in Vers 14. Und Abraham nannte den Ort. Und auf das spielt Jesus an. Der Herr wird dafür sorgen. Oder anders übersetzt, der Herr wird er sehen. Der Herr wird es sehen. Und zwar, wofür wird Gott sorgen? Was hatten wir gelesen in Vers 8? Für ein Lamm. War hier ein Lamm geopfert worden? Also stellt euch vor, ihr seid Abraham und ihr macht so eine Riesenerfahrung und ihr sollt euren Sohn opfern und dann spricht Gott zu euch, ja, und ihr sagt, Abraham, Abraham, sagt er und sagt, ich weiß jetzt, dass du mich fürchtest und hier ist das Opfer. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt da gewesen wäre, hätte ich gesagt, der Herr hat dafür gesorgt, ja, er hat ein stellvertretendes Opfer gebracht, der Herr hat dafür gesorgt, aber Abraham sagt nicht, der Herr hat dafür gesorgt, er sagt, der Herr wird dafür sorgen. Abraham versteht an dem Tag, dass er versteht, dass Gott für ein Opfer sorgt und dabei das empfindet, was er empfunden hat. Und dass so wie Abraham bereit war, das Liebste zu geben, was er hatte, weil er Gott noch mehr lieb hatte als seinen einzigen Sohn, dass offensichtlich Gott der Vater ihn so sehr lieb hat, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Hat also verstanden, Abraham hat an dem Tag verstanden, dass er die Nummer 1 für Gott ist. Dass Abraham so wichtig für Gott ist, dass Gott bereit ist, das krasseste Opfer zu machen,
das Abraham sich kommen hätte vorstellen können. Und er frohlockte. Ich verstand es für ihn. Wir lesen die Geschichte immer und denken, oh meine Güte, der Abraham musste halt sehr gehorsam sein, er musste sehr treu sein, er musste ein großes Opfer bringen, weil Gott es gefordert hat, er wollte wissen, wie sehr Gott, ja, und das stimmt in einem gewissen Maß, aber das verkennt die eigentliche Situation. Die Situation ist, Gott zeigt, also alles das, was wir empfinden und sagen, wow, das ist ein krasses Opfer für Gott, ja, soll uns eigentlich zeigen, es ist ein krasses Opfer für mich. Wenn wir denken, das ist aber ganz schön viel, was Abraham hier verlangt, ja, das ist aber, was Gott hier verlangt. Das ist aber ganz schön, also ist das gerechtfertigt, sowas zu machen? Dann können wir uns die Frage stellen, was denken wohl wahrscheinlich die Menschen, die ungefallenen Wesen im Universum, wenn sie denken, dass wir den Tod von Jesu in Anspruch nehmen für uns. Versteht ihr, was ich meine? Ein gewaltiges Opfer für uns, für mich. Der Herr wird dafür sorgen. Abraham hat das verstanden. Und dann sagt er, 1. Mose 22, nicht wahr? Der Engel des Herrn rief zum zweiten Mal und sagt, nicht wahr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, ja? Darum will ich dich reichlich segnen, deinen Samen mächtig mehren und so weiter. Und in deinem Samen, Vers 18, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam gewesen bist. Und dann beginnt das Evangelium von Matthäus mit Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ja. Ich finde, wir denken beim Opfer Jesu so oft so parallel, so in die Richtung, Gott möchte nicht alleine sein und möchte uns auch noch dazu haben. Aber die Geschichte zeigt ja hier, als Abraham sich entscheiden musste, mein Sohn oder Gott, da hat er sich für Gott entschieden. Und genauso, wenn Gott sich, es klingt jetzt echt ein bisschen absurd, aber wenn Gott sich entscheiden muss, Jesus oder wir, entscheidet er sich für uns. Ja, das ist nicht absurd, das ist das Evangelium, das ist nicht absurd, das ist genau das. Und ich glaube, das muss in unseren Kopf hinein, dass Gott, als er die Wahl hatte zwischen uns und Jesus, sagt die Bibel nicht, denn so sehr hat Gott Jesus geliebt, dass er die Welt dahin gab. Er hat die Welt geliebt, dass er Jesus gab. Ja? Und so wie der Isaak sich freiwillig hat binden lassen, hat Jesus freiwillig sein Opfer gegeben. Es ist genau das. Es ist genau das. Jesus, also der Vater, hat uns so sehr liebt, dass er uns sogar mehr liebt als seinen eigenen Sohn. Und wenn man das versteht, dann fällt es auch nicht mehr so schwer zu sagen, okay, ich muss Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Ja? Jesus sagt in Johannes 8, Abraham hat meinen Tag gesehen. Abraham hat verstanden, warum ich hier bin. Weil, wisst ihr noch, warum das ganze Gespräch eigentlich begonnen hatte? Das hat begonnen damit, dass Jesus der Ehebrecherin vergeben hat. Und damit nicht das Gesetz aufgehoben hat, sondern gesagt hat, quasi implizit, ich werde für dich sterben. Nicht wahr? Ich kann dir die Sünden vergeben. So, und jetzt kommt's, Johannes 8, Vers 57. Übrigens, Paulus sagt ja, der Abraham hat das Evangelium verstanden. Ja? Ihm ist es gepredigt worden, er hat es verstanden. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Das ist so typisch, dass sie immer so, wie Nikodemus, nicht wahr? Der sagt, was? Ich muss mal von neuem geboren werden, wie soll ich denn da in den Mutterleib hinein? Ja? Wir sollen denn Fleisch und dein Blut essen? Wir sind doch keine Kannibalen. Ja? Das ist immer so, dass die so geistliche Weiden dann so super extrem buchstäblich nehmen und dann quasi lächerlich machen. Und dann rückt Jesus mit dem Satz raus in Vers 58, den er schon, erinnert euch, wir haben es jetzt mehrmals ja in den verschiedenen Wochen und Monaten gesehen, immer wieder angedeutet hat, immer näher schon. In Johannes 8, Vers 58 sagt er, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Haben wir schon ein paar Mal gehabt in Kapitel 8, oder? Erinnert euch in Vers 34. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Dann in Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Ja? Wahrlich, wahrlich, immer wieder. Jetzt hier, Vers 58. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und das ist so deutlich, dass jetzt heißt in Vers 59, wer mag das lesen? Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so.
Genau, wir sind ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Und Jesus hat dieser Ehebrecherin vergeben. Sie haben sich ja die Frage gestellt, die sind ja zu ihm gekommen, weil sie wussten, das Gesetz sagt, man muss sie steinigen. Und Jesus hat sie nicht gesteinigt, obwohl der Einzige war, der sündlos war. Warum? Weil er selbst für sie sterben würde. Er würde das Brandopfer bringen, nicht wahr? Er war gekommen, um sie freizugeben. Und sie haben sich gefragt, wie ist das möglich? Es kann nur einer Sünden vergeben, nämlich wer? Gott. Und jetzt erklärt er ihnen, warum er das kann. Er muss ihn erklären. Er erklärt es ihnen nicht, weil er sagt, ich bin ja viel besser als ihr, ich bin Gott, ja, ihr habt mir nichts zu sagen, sondern er muss es ihnen deutlich machen, damit sie verstehen, warum er das darf. Und deswegen ist jeder, der behauptet, dass Jesus nicht Gott ist, eigentlich jemand, der unwissend am Evangelium kratzt. Denn wenn Jesus nicht Gott ist, kann er keine Sünde vergeben. Ehe Abraham war, ich bin. Und ihr wisst, wer hat gesagt, ich bin? Wo kommt das her? Beim brennenden Dornbusch, oder? Und wer hat sich da im brennenden Dornbusch offenbart? Ja, genau, was sagt der Text? Da steht, Gott sprach, nicht wahr? Der Herr sprach, aber steht auch, wer hat sich dort offenbart? Der Ich bin, der Ich bin. Der Engel des Herrn. Wer hat in 1. Mose 22 vom Himmel gesprochen? Der Engel des Herrn. Derselbe Jesus, der in 1. Mose 22 vom Himmel spricht, derselbe Jesus, der in 2. Mose 3 im brennenden Dornbusch ist. Das ist immer derselbe Jesus, der sich selbst offenbart. Das ist derselbe Jesus, der schon in 1. Mose 3 sagt, Feindschaft werde ich setzen. Dasselbe Jesus. Ehe Abraham war, bin ich. Jesus ist der Gott, der, sag ich mal, mindestens ab 1. Mose 3 bis Maleachi hindurch derjenige ist, der mit Israel kommuniziert. Denn niemand hat den Vater gesehen. Ellenweit ist ganz deutlich. Immer wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott sprach zu Abraham, Gott sprach zu Mose, Gott offenbarte sich dem Samuel und so weiter, ja, der Engel des Herrn, der dann Josu erscheint oder Gideon oder so, es ist Jesus. Jesus sagt mit anderen Worten, ich bin genau der Gott, von dem ihr die ganze Zeit im Alten Testament lest. Der Name Ich Bin, ja, JHWH, das ist der Name, sagt Ellenweit, der Jesus gegeben worden ist. Ziemlich krasser Gedanke. Und jetzt passiert was richtig Krasses. Was steht in Vers 59? Da hoben sie Steine auf. Das ist das Ende von Johannes Kapitel 8. Was war denn am Anfang von Johannes 8? Da ging es auch um eine geplante Steinigung. Warum wollte man die Frau steinigen? Man wollte sie steinigen, weil sie Ehebruch begangen hat, weil sie gesündigt hat. Das wäre sozusagen ja noch nach dem Gesetz gewesen, ja? Diejenigen, denk mal drüber nach, diejenigen, die gerade noch eine Sünderin steinigen wollten, was nur dem erlaubt war, der ohne Sünde ist. Hier sagt er, wer ohne Sünde ist, der für den ersten Stein. Das sind die gleichen Leute, ja, die gerade gehört haben vor kurzem, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf diese Ehebrecherin. Und jetzt kommt Jesus und hat noch in demselben Kapitel gesagt, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Könnt ihr euch erinnern? Ja? Er ist wirklich sinnlos. Er hätte den Stein werfen können. Und was machen sie als Reaktion? Sie nehmen Steine und wollen auf ihn werfen. Das ist das Krasse. Also, wenn man darüber nachdenkt, ist das unfassbar. Sie wollen Gott steinigen. Und jetzt wisst ihr auch, was ihre Motivation war, als sie die Ehebrecher steinigen wollten. Es ging nicht um die Ehre Gottes. Es ging um ihre eigene Ehre. Es kann sein, dass manchmal Menschen auf einem Sünder rumtrampeln, vermeintlich, um Gott zu ehren. Aber in Wirklichkeit haben sie diese Einstellung, wenn Gott sich ihnen offenbaren würde, würden sie noch auf Gott rumtrampeln wollen. So wie diese Männer hier Steine aufheben, um sie auf Jesus zu werfen. Das ist interessant, oder? Warum haben sie die Ehebrecher nicht gesteinigt? Jesus war gegenwärtig, oder? Was hat Jesus geschrieben? Ihre Sünden geschrieben. Das heißt, es gab noch einen Moment, wo sie so beeindruckbar waren, dass als Jesus ihnen ihre Sünden offenbart hat, sie sich nicht getraut haben, Steine auf die Frau zu werfen. Aber jetzt hätten sie, wenn Jesus nicht gegangen wäre, sie hätten Steine auf Jesus geworfen. Ist das nicht krass?
also dieses Gespräch sie noch viel mehr verhärtet hat, könnt ihr sehen, dass sie jetzt noch viel weiter weg von Gott sind als am Anfang von dem Kapitel. Dabei hat Gott ihn, also Jesus, ihnen einige der größten Wahrheiten offenbart, die man überhaupt finden kann. Ja? Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn ihr meinem Wort bewahrt, sie hoben Steine auf. Und das war so krass, dass Jesus sich jetzt verbergen musste. Am Anfang war es noch so, sie haben ihre Steine losgelassen, weil Jesus da war. Nicht wahr? Jetzt haben sie sich so verbittert und so verhärtet, dass sie Steine aufwerfen und dass Jesus gehen muss, ansonsten wird er von Steinen getroffen. Und das zeigt uns, wie krass man eine Predigt missverstehen kann. Wie krass man sein Herz verhärten kann. Lasst uns niemals Steine auf Gott werfen wollen. Das ist wirklich mit das Schlimmste, was man, also, wisst ihr, was ich meine? Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Das Johannesevangelium sagt später dann immer wieder, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz interessant, wenn wir das hier sehen, wie ganz am Ende sozusagen der Bogen gespannt wird zum Anfang. Ja. Sie heben Steine auf und wollen jetzt das, sie behandeln eigentlich Jesus wie eine Ehebrecherin, obwohl sie die Ehe gebrochen haben. Denn sie haben Gott, denn wenn ihr euch daran, also wenn ihr noch diesen Gedanken und dann am Ende euch überlegt, Gott hat ja mit seinem Volk einen Ehebund, oder? Und wie nennt Gott sein Volk, wenn es ihn verlässt? Im Alten Testament? Eine Ehebrecherin, oder? Er sagt, denkt an Oholiba und Ohol, ja, und so weiter. Vergleicht sein Volk mit einer Ehebrecherin. Und hier ist, eigentlich könnte man sagen, Johannes 8 ist eine Geschichte von zwei Ehebrecherinnen. Eine buchstäbliche Ehebrecherin, die zu Jesus kommt und die Angst hat, von Jesus gesteinigt zu werden. Und Jesus vergibt ihr. Und es gibt eine andere Ehebrecherin, nämlich eine geistliche Ehebrecherin, nämlich die Pharisäer, die Ehe mit Gott gebrochen haben. Und was machen sie? Sie wollen Steine werfen. Ja? Die eine Ehebrecherin hat Angst, gesteinigt zu werden, die andere Ehebrecherin ist bereit, Steine zu werfen auf Gott. Und das zeigt, dass zwar beide Sünder waren, beide Gruppen, aber einer, die Ehebrecherin, die erste, die nimmt Vergebung an. Ja, die zweite kann keine Vergebung annehmen, weil sie den, der ihr allein vergeben könnte, nicht annehmen möchte. Also, wenn wir über Abraham nachdenken und über 1. Mose 22, dann lasst uns nie vergessen, was dort steht, ist so ein Fenster in das Herz Gottes. Und das ist eigentlich traurig, nicht wahr, dass sie das überhaupt gar nicht verstanden haben. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Gott mich als seine Priorität hat, ich glaube, dann fangen wir an zu verstehen, dass Gott in unserem Leben die Priorität sein kann, ohne dass wir was verlieren. Ohne dass wir Angst haben müssen, auf was zu verpassen, weil Gott sorgt ja für mich. Er sorgt ja sogar mehr für mich als für sich selbst. Ich kann es mir also leisten, sozusagen, dass er die Priorität ist. Wollen wir noch Gott dafür danken? Lass uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns lieb hast. Mehr als dass wir uns das vorstellen können. Herr, wir können eigentlich gar nicht begreifen und erfassen, was am Kreuz geschehen ist. Und dass das alles für uns geschehen ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir noch nicht mal die Oberfläche gekratzt. Wir wissen kaum richtig, was es heißt, dass du uns mehr lieb hast als dich selbst. Wo doch die Bibel sagt, dass die Liebe nicht an sich selbst denkt. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir dich besser verstehen, dass wir dich kennenlernen, wie du bist. Und wir danken dir, dass die ganze Bibel uns immer wieder durch Geschichten, durch Gleichnisse, durch Illustrationen, durch die Worte von Jesus uns offenbart, wie du wirklich bist. Wir möchten unser Herz dir geben und dir danken, dass du zu uns sprichst und uns führst und dass du uns so unendlich lieb hast. Im Namen Jesu. Amen.